Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Kurz eingesperrt am Tag der offenen Justiz. Mit kreativen Ideen die besten Leute finden und FSV Zwickau zu Gast beim Staffelfavoriten in Wiesbaden. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zur letzten Ausgabe von Tag aktuell für diese Woche. Vor 25 Jahren erfolgte im Freistaat Sachsen die Wiedererrichtung der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Aus diesem Anlass gab es heute landesweit den Tag der offenen Justiz. In Plauen waren dazu das Amtsgericht und in Zwickau das Landgericht, die Staatsanwaltschaft ebenfalls das Amtsgericht und die Justizvollzugsanstalt für Rundgänge und thematische Informationsveranstaltungen geöffnet. Regen Zuspruch erhielt dabei insbesondere die JVA Zwickau. Viele Interessenten nutzten die Gelegenheit, als freier Mensch einen Blick hinter die geschlossenen Mauern zu werfen. Fast auf den Tag genau vor 119 Jahren, am 1. November 1899, wurde das neue Zwickauer Gerichtsgefängnis seiner Bestimmung übergeben. Seither hat sich das äußere Erscheinungsbild kaum verändert. Im Inneren gab es inzwischen zahlreiche Erneuerungen und Modernisierungen, wurde zum Beispiel die Anzahl der Zellen von einst 158 auf 107 reduziert. Es sind heute ein, zwei oder drei Personenhafträume, auch weil aus nicht beeinflussbaren Faktoren gelegentlich die durchschnittliche Belegungszahl von ca. 160 überschritten wird. Der Rundgang hinter geschlossenen Mauern, vergitterten Fenstern, elektrischem Schleusensystem und einrastenden oder sicherheitsverschlossenen Türen vermittelt unmittelbar die Lage der dort Untergebrachten bzw. Zugewiesenen. Der Großteil der Gefangenen, die bei uns untergebracht sind, sind sogenannte Untersuchungsgefangene. Das heißt, die sind noch nicht verurteilt, haben einen Verdacht, weswegen sie vor Gericht kommen werden. Und da kann man nur sagen, dass eigentlich die ganze Palette vom Eierdieb bis zum Mörder sozusagen möglich wäre. Aber sie sind ja noch nicht verurteilt, also es ist bis dahin auch nur ein Verdacht. Allerdings sitzen im dreiflügeligen Bau auf drei Etagen nicht nur Personen, die auf ihre Verhandlung warten. Wir haben seit Anfang des Jahres einen veränderten Vollstreckungsplan. Der sieht vor, dass wir Strafgefangene bis 2 Jahre, die eine Haftstrafe bis 2 Jahre haben, hier untergebracht werden. Die kommen aus dem Amtsgerichtsbezirk Plauen im Wesentlichen. Damit eben die Anfahrwege auch für die Angehörigen nicht so weit ist, sind die hier untergebracht. Wenn man da sozusagen einen Durchschnitt der Straftaten feststellen wollte, dann würde ich sagen, es sind Körperverletzungsdelikte, auch sehr viel Betäubungsmitteldelikte. Das sind so die Hauptkomponenten eigentlich. Und dieses Klientel kommt natürlich nicht ausschließlich aus dem unmittelbaren Umland. Sie meinen jetzt Ausländeranteil? Also ich würde sagen, es beläuft sich so ungefähr auf 35%, so circa. Was die Nationalitäten betrifft, sind wir sehr breit gestreut, aber es sind aus den arabischen Ländern natürlich sehr viele jetzt mittlerweile da. Ansonsten haben wir natürlich diese Nähe zu Tschechien. Hier spüren wir haben viele Tschechen und auch viele Polen. Egal für welche Insassen, es gibt einmal wöchentlich 60 Minuten Besuchszeit und allgemeine wie individuelle soziale sowie psychologische Betreuung. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, Suizidprävention zu betreiben. Das heißt also zu erkennen, ob eine Gefahr besteht, dass der Gefangene sich möglicherweise selbst gefährden könnte. Auch die Fremdgefährdung ist ein wichtiger Aspekt. Die Gefangenen gehen dann in ein sogenanntes Zugangsverfahren, wo sich verschiedene Fachdienste mit ihnen befassen und Bedienstete auch. Und da versucht man zu erkennen, was für Risikofaktoren vorhanden sein könnten. Das Getrenntsein von der Familie macht den Gefangenen in der Regel zu schaffen. Vor allem in der Untersuchungshaft und vor allem, wenn man zum ersten Mal in Haft ist. Also die Anpassung an die Haftsituation, möglicherweise auch psychische Erkrankungen, das ist unser Hauptaugenmerk, wo wir dann intervenieren können und müssen. Insbesondere trifft es diejenigen, die sich aus einem funktionierenden Familienleben oder einem solchen Freundeskreis herausgerissen haben. Ein vorher nicht kalkulierter Zustand, der schlimmer als normales Heimweh ist. Wenn eine Familie vorhanden ist, ist das in der Regel der Fall. Also das Getrenntsein, die Ungewissheit vor allem in der U-Haft, auch die Anpassung an diese Extremsituation jetzt hier ans Eingeschlossensein.
Der Umgang mit anderen Gefangenen ist ein wichtiger Aspekt, denn wie gesagt, in der U-Haft haben sie alle möglichen Leute da und ja, also einfach die Anpassung an diese Extremsituation der Haft ist das, womit wir uns halt vorrangig beschäftigen müssen. Beschäftigen müssen sich die Insassen nicht. Sie können, wenn sie wollen. Dabei gibt es Arbeitsgelegenheiten in der Küche, was schon als gehobenere Tätigkeit gilt. Aber auch die Bereiche Holz und Drechselei sind sehr beliebt. Hier entstehen Hütten samt passenden Accessoires, Osterhasen und Räucherfiguren, die auch käuflich erworben werden können. Für die Produzenten bleibt ein Stundenlohn zwischen 1,23 Euro und 1,84. Müssen davon Kost und Logis getragen werden? Für Strafgefangene gibt es einen sogenannten Haftkostenbeitrag, der eigentlich zu zahlen ist. Der beläuft sich je nach Unterbringung, ob sie einzeln oder in Gemeinschaft untergebracht sind, zwischen 80 und 100 Euro ungefähr. Allerdings ist es so, dass die Gefangenen diesen Beitrag dann zu zahlen haben, wenn sie dazu in der Lage sind finanziell. Die meisten Gefangenen sind es eher nicht. Die bewegen sich eher so im Sozialhilfebereich und die bezahlen auch diesen Haftkostenbeitrag dann nicht. Das ist im Prinzip wie draußen. Mehr oder weniger in den Verkauf gehen auch zahlreiche andere hier gefertigte Produkte, die für Großmärkte hergestellt werden. Summa summarum wollen mehr Insassen arbeiten, als Arbeitsstellen in der JVA angeboten werden können und platztechnisch möglich sind. Es müsste expandiert werden, denn auch die Auftraggeber stehen Schlange. Da käme eine neue Justizvollzugsanstalt wie gerufen. Es ist schon sehr beengt bei uns. Die JVA Zwickau ist sehr klein. Wir könnten von unserem Einzugsgebiet her viel mehr Gefangene unterbringen. Wir haben immer sehr große Probleme damit, den Gefangenen zu verdeutlichen, dass sie eben nicht hier bleiben können, sondern zurzeit in andere Anstalten verlegt werden müssen. Das bringt ganz große Probleme für die Angehörigen mit sich, für die Gefangenen selbst dann auch entsprechend, weil sie die Kontakte nicht so halten können durch Besuche etc. Also insofern würden wir uns schon wünschen, irgendwann eine neue Anstalt zu bekommen, ja. Dieser Ruf wird allerdings nach neuestem Kenntnisstand erst 2023 umgesetzt sein. Eine Bushaltestelle mitten in der Plauner Festhalle. Mit dieser und weiteren kreativen Ideen haben Unternehmen am Donnerstag die fähigsten Leute für eine Berufsausbildung gesucht. Die Arbeitsagentur bietet diese Ausstellungsbörse nun schon seit 10 Jahren an. Und die Ideen im Kampf um die besten Leute werden immer ausgefeilter. Das Konzept geht auf. Um überhaupt erstmal in den Saal zu gelangen, mussten die Besucher der Ausbildungsstellenbörse etwas Zeit mitbringen. So dicht war das Gedränge. Und so, wie sich auch die Firmen für die Gäste etwas einfallen ließen, hatte auch die Arbeitsagentur als Veranstalter etwas für die Unternehmen vorbereitet. Eine Anerkennung für langjährige Partner bei dieser Veranstaltung. Dankeschön für das Engagement. Es sollte ein kleines Dankeschön sein für Firmen, die bereits 10-mal jetzt mitgemacht haben. Also wir haben die 10. Ausbildungsmesse. Es war stellvertretend für eine ganze Reihe von Betrieben. Wir haben also doch einige Firmen, die von Anfang an hier also ihren Stand aufgebaut haben und die Informationen also für unsere jungen Leute gegeben haben. Und ich fand, das sollte man auch mal sagen. Ich meine, natürlich ist es jetzt so, dass die Firmen auch gerne kommen, weil sie auf die Art und Weise an die jungen Leute rankommen. Aber umgekehrt, jeder muss sich den Nachmittag die Zeit nehmen und es ist auch anstrengend. Wie es in der Wirtschaft schon seit Menschengedenken ist, ein Unternehmen muss sich den Erfordernissen der Zeit anpassen. Wer stehen bleibt, hat irgendwann das Nachsehen. Konkret heißt das, um die besten Schulabgänger muss man heute deutlich mehr kämpfen als noch vor ein paar Jahren. Ja, das ist ja jetzt ein Bewerbermarkt. Das heißt, die jungen Leute haben viele Möglichkeiten. Es gibt sehr viele Ausbildungsmöglichkeiten. Leider ist es auch so, dass nicht jede Firma ihren Azubi findet. Also wir haben deutlich mehr Ausbildungsstellen als Bewerber. Das wird auch wahrscheinlich dieses Jahr wieder so sein. Am Anfang, wir sind noch so gestartet in einer Zeit, da war es noch nicht ganz so. Das heißt, dort musste also der Bewerber sich also auch umtun und musste also die Firma für sich begeistern. Jetzt ist es umgekehrt. Und wie gehen zum Beispiel Busunternehmen vor? Man muss den jungen Leuten das Berufsbild so interessant wie möglich präsentieren. Und kurzerhand wurde ein Teil eines Busses in der Halle nachgebaut, inklusive Fahrscheinterminal und davor ein Haltestellenschild.
Wir wollen die Leute hier ansprechen, wir wollen ein Hingucker sein. Wir wollten ursprünglich eigentlich draußen vor der Halle einen richtigen großen Bus hinstellen. Das war leider nicht möglich und da haben wir gedacht, wie können wir die jetzt hier austricksen? Und da haben wir gesagt, okay, dann bauen wir hier drinnen unseren eigenen Bus auf und haben jetzt versucht, aus Bussen Sachen auszubauen, die wir jetzt hier hinbringen. Wir haben den Fahrersitz ausgebaut, wir haben die Fahrgastsitze ausgebaut und haben auch eine echte Kasse heute hier, wie man sie auch in den Bussen vorfindet. Sich einmal so fühlen wie ein Busfahrer auf Arbeit. So macht man das Berufsbild interessant für die Besucher der Ausbildungsstellenbörse. Die jungen Leute, die können also hier live ein Ticket verkaufen. Wir fragen dann, wo fahrt ihr sonst immer lang, wo wohnt ihr? Könnt ihr euch selber ein Ticket rauslassen? Ist jemand dabei, der mal eine kurze Einweisung gibt? Und beim zweiten Mal können die das dann auch schon selber. Aber die Tickets, die hier rauskommen, die kann man dann im öffentlichen Verkehr nicht nehmen, oder? Nee, das ist jetzt ein anderes Papier. Das ist ein Testfahrschein, also nur zum Üben gedacht. Das wäre dann zu viel des Guten. Ein anderes Busunternehmen wirbt für seine Jobs mit etwas anderem. Den Führerschein für die schweren Fahrzeuge schon vor dem 21. Lebensjahr. Bei Berufskraftfahrern ist das möglich. Man muss sich eben etwas einfallen lassen heutzutage. Ja, also vor Jahren war es noch so, dass wir stapelweise Bewerbungen für Busfahrer, Werkstatt, Büro hatten. Jetzt ist es wirklich schon so, dass wir suchen müssen oder selbst ausbilden, unsere eigenen Leute ausbilden, weil der Arbeitsmarkt wirklich irgendwo nicht mehr so offen ist, wie es früher mal war. Neben der Arbeitsagentur als Initiator ist auch die Industrie- und Handelskammer ein wichtiger Partner der Ausbildungsstellenbörse. Und das nun schon seit 8 Jahren. Zeit für ein Zwischenfazit. Ja, das Fazit ist, Sie sehen es ja hier. Ne? Also mittlerweile ist das, ich will nicht sagen, ein Selbstläufer. Wir machen natürlich trotzdem noch viel Werbung im Vorfeld. Aber die Resonanz ist jedes Jahr stabil. Wir haben durchschnittlich 3000 Besucher. Das ist natürlich auch mal gedeckelt, logischerweise. Wir haben ja nicht mehr Schüler. Ne? Aber ein großer Teil der Schüler, die kommen dann schon. Und das ist eigentlich eine Bestätigung für uns. Und die zweite Bestätigung ist eigentlich dann das Engagement der Firmen. Ne? Sie haben ja bestimmt gehört, es gibt mehr Bewerber, als eigentlich hier Stellen sind, Plätze sind als Aussteller. Und das ist ja auch ein Zeichen, dass das ein bestimmtes Gewicht hat. Einige brachten gleich zur Veranstaltung ihre Bewerbungsunterlagen mit. Andere wiederum suchten erst noch das für sie passende Angebot heraus. Insgesamt mal wieder eine erfolgreiche Ausbildungsstellenbörse, sowohl für die Bewerber als auch für die Unternehmen. Werbung. Unternehmer aufgepasst! Jetzt anmelden für mehr Erfolg bei der Unternehmensführung. Nur noch wenige freie Plätze zum Wirtschaftsforum Zwickau am 8. November. Mit dem renommierten Coach Dr. Dr. Kai von Fournier. Teilnahme kostenlos. Anmeldeschluss ist der 2. November. Die Reise deines Lebens wartet auf dich. Der neue Citroën Berlingo als Diesel der jüngsten Generation. Schon ab 189 Euro im Monat. Die Familie haben wir nicht erschaffen. Aber das perfekte Familienauto. Premiere am 15. September bei deinem Citroën-Händler. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Besuchen Sie die Werdauer Dampftage und erfahren Sie alles über Dampfmaschinen und das, was sie antreibt. Am 27. und 28. Oktober im Stadt- und Dampfmaschinenmuseum in der Holzstraße 2 in Werdau. Bald nun ist Weihnachtsmarkt. Der Veranstaltungs- und Partyservice Schwarz sucht Sie als Verkäufer für Speisen und Getränke, als Grillpersonal oder als Kellner. Jetzt bewerben, ob in Vollzeit oder als Minijob, vorrangig an den Wochenenden. Sie werden gebraucht. In der Hutzenstub auf dem Zwickauer Kornmarkt oder in der Pyramid oder im Lokschuppen auf dem Hauptmarkt. Weitere Infos und Bewerbungsmöglichkeit unter vps-zwickau.de. In der Woche sind ja im Sportpark Zwickau ungefähr 70 Kurse im Angebot, verschiedenste Art und Weise. Ein großer Renner ist auf jeden Fall die Rückenfitness und die Wirbelsäulengymnastik.
und auch Bauchbeine Po und Yoga wird angeboten und die sind eigentlich anhaltend sehr gut besucht und werden sehr gut angenommen von den Leuten. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Wenn wir Ihnen eine Wohnung vermieten, dann wissen wir, Sie vertrauen uns den für Sie wichtigsten Platz der Welt an. Mehr als 16.000 Menschen bieten wir eine Wohnung ohne Barrieren, damit Sie unabhängig bleiben und selbstbestimmt zu Hause leben können. Wer gibt Städten Gesicht und Seele? Wir sind das. Das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. Wir, das Sanitätshaus Dreitschke, sind Spezialisten auf den Gebieten Homecare, Reha und Orthopädietechnik. Und das seit vielen Jahren schon. Wir machen Sie wieder mobil, schenken Lebensqualität und sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen. Wir übernehmen für Sie die komplette Hilfsmittelversorgung und das alles aus einer Hand. Mit Liebe kümmern wir uns um ältere Menschen in der häuslichen Krankenpflege und nehmen uns Zeit, auch bei sensiblen Themen wie Inkontinenz, Wund- oder Stomaversorgung. Aber auch junge Patienten liegen uns am Herzen. Wir stehen Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Mit Erfahrung, Fachwissen und Spezialtechnik. Wir sind für Sie erreichbar, rund um die Uhr. Ihr Sanitätshaus Dreitschke. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Wir trinken es jeden Abend, weil es wirklich hilft. Knobi Vital erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Und jetzt auch in Ihrem DM. Am kommenden Montag und Dienstag findet die nächste Türenauf-Veranstaltung anlässlich des Stadtjubiläums 900 Jahre Zwickau statt. Diesmal präsentiert sich zum Weltschlaganfalltag das Kybun-Gesundheitszentrum Zwickau. Jeweils von 9 bis 18 Uhr können sich Interessenten die Wirkung des Kybun-Bewegungstrainings nach einem Schlaganfall, aber auch bei Parkinson, Multipler Sklerose oder Demenz erklären lassen. Das Gesundheitszentrum befindet sich auf der Leipziger Straße 20. Der FSV Zwickau ist am Samstag bei Wien Wiesbaden gefordert. Insbesondere die Defensive muss besser stehen als gegen Rostock. 23 Treffer der Gastgeber sind derzeit Bestwert der Liga. FSV-Trainer Joe Enox weiß ganz genau, was in Wiesbaden auf sein Team wartet. Wie meinte er zum Pressegespräch treffend? Wien Wiesbaden ist richtig gut drauf. Sie hatten zwar keinen guten Start in die Saison, haben aber nun Fuß gefasst. Ihr 5:2 Erfolg in der vergangenen Woche in Karlsruhe sagt alles. Dennoch, vielleicht gibt es bei den Gastgebern aufgrund ihres Pokalspiels am kommenden Dienstag einige personelle Veränderungen, wittert Joe Enox Morgenluft. Sie wollen immer offensiv spielen und agieren, dies könnte am Ende uns zugutekommen. Auf die Frage angesprochen, ob er eine Dreier- oder Viererkette spielen lässt, sagte der Zwickauer Coach, entscheidend ist, wer zur Verfügung steht. Die Tendenz geht allerdings Richtung Dreierkette. Vielleicht bringen die letzten Trainingseinheiten noch andere Erkenntnisse. Zum Schluss zeigte sich Enox kämpferisch. Zitat: Nach der Leistung gegen Rostock, wo wir gut gespielt haben, wollen wir was holen. Zitat Ende. Viel Glück.
Joannox, bevor wir uns gedanklich ein Stück weit mit Wien Wiesbaden beschäftigen, noch ein Blick zurück. Über 8000 Zuschauer, tolle erste Halbzeit, 2:0 geführt und dann doch 2 Punkte verschenkt, regelrecht verschenkt. Woran hat es gelegen? Verschenkt würde ich so sagen. Wir haben gegen eine gute Mannschaft gespielt. Wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut über die 8400 Zuschauer. Das ist für mich eine riesen Überraschung. Natürlich hat Rostock halt ihr Fans mitgenommen, viele Fans mitgenommen, aber halt, dass wir 8400 Zuschauer haben, halt ein Heimspiel, das ist halt schon wunderschön. Die Mannschaft hat es auch gespürt, auch über das ganze Spiel. Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir so eine Führung außer Hand gegeben haben. Ich würde nicht sagen verschenkt, aber weil letztendlich Rostock eine gute Serie gespielt hatte. Wir haben auch die Möglichkeit gehabt, nach der Ausgleichheit das Siegtor zu erzielen. Haben wir nicht getan. Ich nehme halt grundsätzlich halt das Positive raus aus dem Spiel. Natürlich müssen wir halt die negative Sachen ansprechen und daraus lernen. Aber wir nehmen die positive Sachen. Ich fand über halt die erste Halbzeit klar, dass wir 2 Standardtore gemacht haben, dass wir wieder unsere gute Standards rausgespielt haben, dass wir halt viel versucht haben, nach vorne zu spielen. Wir haben klare Aktionen nach vorne gehabt, nicht nur in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben wir sogar halt vielleicht das eine oder andere Torchance mehr zugelassen als in der zweiten Halbzeit. Nur in der entscheidenden Situation in der zweiten Halbzeit waren wir nicht da. Die Fehler haben wir angesprochen, die werden wir korrigieren und dann halt geht es Blick Richtung nach vorne. Ronny König hat besonders klare Worte gefunden, was die Abwehrarbeit des Teams betrifft. Stimmen Sie dem zu? Punktuell, ja. Also wir sind enttäuscht. Direkt am Spiel sind Emotionen im Spiel. Ich würde nicht alles schlecht sehen, sondern halt in den Aktionen, wo wir halt Tore zugelassen haben, agieren wir nicht gut. Sind wir nicht gut und wir arbeiten alle gegen den Ball und es fängt vorne an und da sind halt ein paar Stellungsfehler, die wir halt vorne gemacht haben, die dazu geführt haben, dass Rostock nach vorne gespielt hatte, aber ich gebe Ronny halt recht, also der spricht das deutlich an, wir machen es auch als Trainerteam intern und wir müssen halt diese Fehler, die wir machen, abstellen. Joannox, ich habe in dieser Woche in einem anderen Medium gelesen, Überschrift: Joannox redet den FSV Zwickau stark. Ich sehe halt die großen Stärken, die wir haben. Wir haben halt in jedem Spiel, außer einem, glaube ich, ein Tor geschossen. Wir sind immer gefährlich vorne. Wir sind bis jetzt in keinem Spiel chancenlos gewesen gegen halt wirklich gute Gegner, wenn ich halt sehe, gegen den wir schon gespielt haben. Wir sind stark. Also auch wenn wir halt manche Verletzungen jetzt bei uns haben, wir sind eine starke Mannschaft. Also ich glaube, die Mannschaft, so wie sie gespielt haben, die haben halt 4 oder 5 Punkte mehr verdient gehabt. Wenn wir etwas cleverer sind in manchen Situationen, dann haben wir 4 oder 5 Punkte mehr. Und das wäre halt gerechtfertigt gewesen. Und deswegen, ich rede sie nicht stark, die ist stark. Nun haben wir eine recht lange Verletztenliste. Zuzüglich sind auch noch Davy Frick und Christian Biggel gelb gesperrt. Wer soll denn dann die Stärke, und jetzt sind wir beim Spiel in Wiesbaden, bringen? Ja, also die Spiele, die halt vielleicht etwas hinten dran waren oder sind, die müssen halt jetzt in eine Bresche springen und ihre Leistung bringen. Und wir sind stabil genug. Wenn ich sehe, halt Pommes, Wachser, King, Anton, Jules Reinhardt, dass wir halt da gestandene Spieler auf dem Spielfeld haben und dass die halt diese jungen Spieler, die halt jetzt spielen müssen, dass sie halt führen werden, da bin ich mir sicher, dass wir eine gute Leistung bringen werden. Joannox, Gruß an die Mannschaft und viel Erfolg, wenn es beim Tabellenfünften heißt, der FSV Zwickau spielt. Danke fürs Gespräch. Dankeschön. Der für Sonntag in Reinsdorf angesetzte ADMV Classic Cup muss leider ersatzlos ausfallen. Die 11. Auflage dieses sowohl bei Zuschauern wie Aktiven beliebten Renntages auf dem 1,2 Kilometer Rundkurs im Reinsdorfer Gewerbegebiet fällt dem angekündigten Wetter zum Opfer. Der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartende Starkregen mit eventuellem Schneefall birgt ein zu großes Risiko für die Veranstaltung. Am 8. Spieltag der mitteldeutschen Handball-Oberliga kommt es morgen bei den Männern zu einem Regionalknaller. Der ZHC Grubenlampe empfängt in heimischer Halle in Neuplanitz den SV 04 Oberlosa. Mit dem derzeitigen Tabellenzweiten aus dem Vogtland kommt ein harter Brocken in die Muldestadt.
Die Zwickauer, die sich zu Beginn der Saison gut verstärkt haben, rangieren derzeit trotzdem auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Sie schielen in dieser Partie sicher auch zum zweiten Plauner Verein. Gewinnt die Einheit zu Hause gegen Delitzsch, könnten die Zwickauer mit einem eigenen Sieg in der Tabelle etwas klettern. Der Anwurf des Regionalderbys erfolgt um 17 Uhr. Werbung. Back to Paradise. Eine einzigartige Sonderausstellung mit Meisterwerken des Expressionismus. Bis 6. Januar in den Kunstsammlungen Zwickau. Schwerpunkt der Schau sind Werke der Künstlergruppe Brücke, der auch der Zwickauer Maler Max Pechstein angehörte. Back to Paradise. Ein kunstvoller Höhepunkt zum 900. Jubiläum der Stadt Zwickau. Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Osthaus Museum Hagen und dem Aargauer Kunsthaus Aarau. Das Institut für Kulturaustausch Tübingen initiiert und organisiert die außergewöhnliche Schau. Unterstützt wird diese Ausstellung vom Kulturraum Vogtland Zwickau sowie der Zwickauer Energieversorgung GmbH. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Ferne Zukunft, glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Der Gasthof Gegengrün und das Gegengrüner Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof Gegengrün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten. Das ist das Besondere im Gasthof Gegengrün. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Samstag ist es durchweg bedeckt. Die Sonne bekommen wir nicht zu Gesicht. Es bleibt aber weitgehend trocken. Die Tageshöchstwerte liegen bei herbstlichen 9 Grad. Dazu weht ein schwacher Nordwind. Und die Aussichten, am Sonntag wird es noch ein wenig ungemütlicher. Zu den dichten Wolken gesellt sich noch Regen, der bis in die Abendstunden anhält. Auch die neue Woche beginnt regnerisch und die Temperaturen schaffen es kaum über 6 Grad. Erst ab Dienstag wird das Wetter ein wenig freundlicher. Das war tagaktuell für diese Woche. Vergessen Sie am Wochenende nicht die Zeitumstellung. Sie können am Sonntag nämlich eine Stunde länger schlafen.
Außerdem übertragen wir am Samstag und am Sonntag jeweils um 12 und um 20 Uhr noch einmal die Aufzeichnung der Zwickauer Stadtratssitzung. Und wenn Sie ganz aufmerksam zuschauen, bemerken Sie vielleicht auch eine Neuheit. Zum ersten Mal gab es in der gestrigen Sitzung eine Gebärdendolmetscherin, die während des Vortrags von Finanzbürgermeister Bernd Mayer zum Einsatz kam. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen wundervollen Abend und ein erholsames Wochenende.